So, moin moin, willkommen zurück und wir machen weiter mit Uncharted mit unserer guten Frau. Wir sind jetzt hier in New Devon, sozusagen im Piraten, in der Piratenhochburg von Libertalia, der Stadt, wo die Piraten, ja, was kann man sagen, die Piratenkönige gewohnt haben und wo der Aufstand anscheinend niedergemäht wurde. Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwo hinkommen. Da kann man hochklettern, das machen wir jetzt einfach mal. Geht schon so nach Haus. So. Jetzt die Frage. Okay, warte mal. Ich brauche nur kurz deine Hilfe. Die Dinger sehen nicht stabil aus. Sind sie nicht. Sei vorsichtig. Nein, nein. Hoch da, hoch da. Verzeihung. Hoch die Frage. So, da kann man da hin? Da können wir hin. Nein, was macht er denn immer? Er soll das auch rüberspringen. Die Frage, welchen Weg wir müssen. Kommt mir hier irgendwie ein Fehl am Platz vor. Hier vielleicht. Dann hier längs? Okay. Wow, was für ein Aussicht. So wunderschön. Alles klar. Ja. Wow. Willkommen auf Averys Landsitz. Wirklich schön hier. Das sieht cool aus. Mal abgesehen von den ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar Abwasserprobleme. Der Traum eines jeden Heimwerkers. Okay, also... Offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ich hatte es vergessen. Wie gut du bist. Okay, und welches meinst du ist Averys? Ich tippe auf das da. Dass das noch intakt ist. Oh. Du bist auch nicht schlecht. Ja, ach, ich hatte ein bisschen Übung, habe ein paar Bücher Mist, gelesen. Mist! Was? Was? Shoreline. Die Haustür. Sam. Er lebt noch. Ja, noch. Hab ich auch gewundert. Ich versuche ihn zu befreien. So, müssen wir längs. Müssen wir hier runter. Okay, halt die Augen nach Shoreline-Typen offen. Ja. Ups! Soll ich jetzt ins Wasser fallen? Wahrscheinlich, ne? Alles okay? Ja. Der Weg ist der verkehrte hier. Da hinten können wir rein. Okay, machen wir. Nettes Boot. Nettes Boot. Jetzt hoch. Und da geht's rüber. Boom. Hier durch. Vorsicht, Kopf. Vorsicht, Kopf, weil du einen Kopf hast oder einfach nur so Vorsicht, Kopf? Ich habe jemanden im Bett ermordet. Oh, noch eine alte Notiz. Gründer-Content. Ich weiß, dass auf euren Befehl hin mein Haus geplündert und niedergebrannt wurde. Euer Bruder streitet eure Beteiligung an diesen Taten ab, aber ich kenne eine Lüge, wenn ich sie höre. Jetzt habe ich ein Schwert weniger, weil ich es nicht mehr aus seinem Bauch herausbekomme. Ihr habt bis Sonnenaufgang Zeit, zurückzugeben, was mir gehört. Oh. Netter Zeitgenosse. Den konnte jemand nicht ausstehen. Rausgehen? Na, jetzt geht's. Shoreline. Scheiße, Shoreline. Elena, runter. Ich sehe sie. So oder so müssen wir da rüber, leider. Okay,
können wir ein bisschen was sehen. Mal gucken, ob wir die einzeln so ein bisschen leiser ausschalten können, dass wir nicht gleich wieder in so einem riesen... Lärm hier machen. Drake gibt sich nicht kampflos geschlagen. Versuch's doch. Wir sind bereit. Ich bin bereit. Was? Hab was gesehen. Vielleicht ja, unser Häschen. Wir sind hier! Oh, fuck. Das ist meine Waffe, ey. Hier hin, bis er uns nicht mehr sieht. Muss ich mal sehen, dann hören die auf. Wo ich hin muss und echt zu viele Leute, ne? Haben wir jetzt eine Waffe? Die stirbt ja sowieso nicht, oder? Irgendwas da drüben! Ich sehe sie nicht! Nest, sie sind weg! Schwärmt aus! Erledige sie! Du kannst nicht gewinnen! Treffen so viel, sonst bin ich gleich wieder tot. Das Wasser ist ein cooles Element eigentlich für mich, ne? Denke ich gerade. Sniper? Okay, zwei sogar. Ja, das ist ein Charmeur. Nein, nein, nein! Okay, das war nicht so gut. Schlecht geschlafen. Oh, Scheiße.
Wow, das ist zu nah. Lieber ins Wasser springen, als zu sterben. Aber war dumm. Lena bei mir? Ich weiß nicht, wir gucken, ob hier irgendwo ein Gegner ist da. Verflucht! Oder irgendwas. Was wie? Ja, es nervt doch gerade, ey. Was ist da Munition oder irgendwas? Also genug Waffen eigentlich rumliegen. Da liegt doch auch nicht schon alles rum. Die ist noch besser, die Waffe. Hier ist Mick. Das ist deine Idee? Nicht. Die da drüben mache ich. Kümmere mich um diese Seite. Okay. Wo sind sie hin? Ich muss ja irgendwie jetzt mal da hochkommen, weil sonst sitzen die unten wirklich in der Falle. Oh Gott. Also irgendwie kommen wir da jetzt hoch, pass auf. So, wie haben wir noch da? Viele gesichtet! Eine Augen! Mach sie nieder! Oh, verflucht! Da saß doch nieder! So. Das war's. Das sollten sie nicht gewesen sein, oder? Danke. Ich glaube, das war's. Bist du okay? Ja. Gehen wir weiter. Wo ist denn die Waffe? Einzelschuss? Und war hier nicht auch noch einer, der mir Munition dafür geben kann? Ist doch viel geiler.
Waren sie einzig beiden Scharfschützen oder haben die hier noch Waffen fallen gelassen? Die anderen? Oh, du bist durch die Höhle anscheinend. Okay, dann gehen wir durch die Höhle. Immerhin. Vielleicht durch diese Höhle? Ja, sehen wir nach. Okay, es kann möglich sein. Kann auch sein, dass wir unten runter müssen. Ich weiß nicht. Klettern können wir hier auf jeden Fall nicht. Vielleicht gibt es einen Weg unter Wasser. Wir gucken mal. Hier nicht? Warte mal. Tja. War doch ein anderer Weg noch, ne? Ja. Na, guck mal. Ist so doof, unsere Frau, ne? Guck mal. Ich kann natürlich auf sie warten, aber wozu? Sie muss einfach daherkommen. Oh. Hätte ich vielleicht gucken sollen? Naja, egal. Oh. Hier hat er wohl eine Hochzeit. Hey, hier ist was. Adressiert an Richard Ward. Ihr habt euch prompte Vergeltung versprochen. Bezeichnet da ihr von Adam mir genommen Aldridge. Habt, habe ich von euch genommen. Okay. Was? Da gibt's nicht lenken, warte mal. Wo müssen wir denn lenken? Da durchschwimmen können wir nicht, okay. Hat sie eine Idee? Hier können wir klettern. Ja, ach, aber es ist klug. Zu hoch. Auch für eine Räuberleiter. Dann sehen wir uns um. Natürlich gibt's bestimmt irgendwo eine Kiste, die man mal wieder nutzen kann. Okay, warte mal. Nee. Hey, ich sehe da oben ein paar Kisten und Vorräte. Hab's auch gesehen jetzt. Nein. Dieses Stück da hoch, um da hochzuklettern. Los. Kiste kommt. Vorsicht da unten. Ist er? Sieh nicht zu fassen. Ich aber, pass auf. Komm. Komm zu Papa. Schieben wir die gut mal dahin. Ach dir. Wie süß. Ich soll den Köder für dich spielen? Nein, ich wollte nur ein Gentleman sein.
Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Ja, aber Ärger hatte ich eigentlich so schon genug. Vielen Dank. Ja. Oh, das ist schon weiter. Oh, spring doch. Ist nicht mehr so stabil alles hier. Bist du okay? Ja. Mir geht's gut. Und dir? Tja, wieder nass, müde, angeschlagen. Ein bisschen hungrig. Könnte was essen. Aber sonst geht's mir gut. Ich brauche, wo wir hin sollen. Ja. Okay, na los. Gehen wir weiter. Die Strömung ist echt stark hier. Oh, jetzt machen's. Geh rüber. Wir kommen schon irgendwo rein. Da. Versuchen wir durchs Haus zu kommen. Wie so eine alte Geistervilla. Hier geht's hoch. Glaubst du, die Sieber haben hier alles geflutet? Grund genug hätten sie ja gehabt. Aber du glaubst nicht, dass sie es waren. Ich finde es nur seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen, außer einem. Avery's. Ganz genau. Na, was ist das? Ein schöner Vogel. Ja, was ist das? Ich habe erfahren, dass ihr eure Soldaten versammelt, um mich anzugreifen. Als gleichgesinnter Pirat und als Freund von unserer Zeit in Libertalia bitte ich euch endlich, mich anzuhören. Ich weiß nicht, wer die Saat unter Ansag Zwietracht gesät hat, aber folgendem bin ich mir sicher. Wird der Bürgerkrieg fortgesetzt, wird alles zusammenbrechen, wofür wir unser Leben lang hingearbeitet haben. Die Geschichte wird sich an uns nicht als Pioniere erinnern, sondern als Narren. Wir müssen diesen Konflikt ein Ende setzen. Gemeinsam. Mit vereinten Kräften würden wir über die stärksten Allianz auf der Insel verfügen. Die anderen Gründer werden sich uns entweder anschließen oder unsere Übermacht zum Opfer fallen. Wenn ihr zustimmt, entzündet heute Abend eine Kerze in euren Arbeitszimmer. Das werde ich als Zeichen ansehen, dass ihr zur Besinnung gekommen seid. Falls nicht, denkt daran, dass mir sowohl Wand als auch England nach dem Leben trachtete und gescheitert sind. Tja. Verdammt. Ist ja wie ein Herr der Fliegen hier. Was du nicht sagst. An der anderen Seite. Ja, hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Hey, sieh mal da. Die Kanonen wurden anscheinend nachgerüstet. Ja, improvisierte Verteidigung. Die hatten wohl nicht erwartet, gegeneinander zu kämpfen. Wohl nicht. Aber gerade zum Überlegen, was die alles hier gebaut haben. Das war ganz im Ernst. Da heißt ein Mensch wohl könnte sowas schwimmen. Bauen. Wow, wow. Die Strömung ist stark. Hey, nee, da drüben könnte ein Ausgang sein. Du hast recht. Da kommen wir nicht hoch, weil die Strömung so stark ist. Wir müssen was anderes ausprobieren. Ich komme da nicht rüber, Mist. Hier längs oder da rum vielleicht? Nee. Okay. Niemals, das klappt nicht. Da brauche ich dich für, Mädel.
Warte, ich drücke ihn runter. Toll, perfekt. Danke. Okay. Gern geschehen. Danke. Du bist ein tolles Gegengewicht. Ich meine. Nein! Mal als Kompliment. Solltest du auch. Mal. Muss aber hier rüber wahrscheinlich. Aber kann ich die Kronleuchter springen? Was soll ich machen? Müssen wir erst kaputt machen hier, damit wir irgendwas blockieren. Das ist eine fette Strömung. Ach, ich kann dann auch. Okay, warte. Etwas Wasser geschluckt. Geschafft. Ich finde einen Weg für dich. Zu schwer. Ich schaff das nicht alleine. Okay. Ich finde erstmal einen Weg für dich. Pass auf. Das sollte gehen. Schieben. Hey, weg da. Bitte. Okay, gut. Perfekt. Dann komm mit und helf mir bei der. Bei diesem komischen Bücherschrank da. Räumen wir das aus dem Weg. Ja. Hey. Okay. Nicht schlecht. Wo wär's denn? Das sieht auch cool aus, das ist wieder so ein Bild. Was ist das denn? Sieh mal, Thomas Tews Siegel. Wir sind also in seinem Haus. Der zweite Mann. Wir arbeiten uns nach oben. Perfekt. Hier oben sieht es schon wieder ganz fresh aus, ne? Komm mal da rein. Wow. Großer Gott. Na, willkommen auf der Party. Haben Sie anscheinend alle gegenseitig umgebracht? Hey, Nate. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Oh mein Gott. Was? Sie sind's. Eleanor, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen, miese Drinks? Sieht so aus. Also was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmordkult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tew. Wollen wir wetten? Thomas Tew? Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig, aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und ich schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Tew laden sie hierher ein. Und, wie war das? Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery, erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer.
Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Deswegen liebt sie mich, weil ich so ein Abenteurer bin. Es tut mir leid, ich... So drinne bin in dem Thema. Tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tus Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. So. Avery! Hier geht's einfach raus. Wie so aussehen ist. Hey, hier hoch. Langsam. Sei vorsichtig. Oh. Bin okay. Ich hab's. Wir treffen uns oben. Wieso, wie kommt sie denn hoch? Nur so nebenbei. Achso, sie geht gleich da längs, okay. Hey. Hi. Ich bin Erster. Oh nein. Komm schon. Ja. Hier ist ja eine Niete. Oh, hier geht's rein. Oder da hoch. Du legen, wir gehen erstmal hier hoch. Da reingehen. Mehr Kanonen. Genau wie bei Tus Haus. Das Gift ist wohl mächtiger als die Kanone. Was? Naja, schließlich vergiftete er dann... Ja, der ist schlecht. Tut mir leid. Ja, ziemlich schlecht. Ich bin schnell beim Klettern und Witze, das kann ich auch weiter erzählen. So. Aber ich meine, was sie hier, wie viele Punkte hier gelassen haben. Des Tages pompös. Warum hat der Thomas Tu nicht getötet? War er sowas wie seine rechte Hand? Ja, genau, das war er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Klingt nach meinem ersten Job. Wir gehen hier runter. Shoreline. Da, Shoreline hat die Haustür versperrt. Und sie haben Fußspuren hinterlassen. Mal sehen, wo sie sind. Das Problem ist, die Waffe ist nicht besser, weil ich ja mehr Schuss habe. Bingo. Mit der anderen hätte ich die sofort, na egal. Und wo sind jetzt die Shoreline-Typen? Frage ich mich auch. Wir müssten sie doch schon gefunden haben. Ja, sie haben sich in Luft. Die sind Spuren. Glaubst du, es sind Geister der Piraten? Mach da keine Witze drüber. Fußspuren. Stehst du ein bisschen weg, Gute? Hey, na bitte. Mehr Fußspuren. Es bricht doch durch. Ja. Hier nicht. Wo sind die hin? Da kommen wir nicht einfach so rein. Und das soll man anscheinend auch nicht. Die Tür ist zu. Da stöhnt er einmal. Hier sind wir hochgegangen. Wir sind den Spuren gefolgt. Sollen wir nochmal den Spuren folgen? Hey, wo bist du denn? Ja, okay. Ah, das ist die Tür. Die Spuren führen durch diese Tür. Mal gucken. Mist, sie wird von der anderen Seite blockiert. Warum einen Weg blockieren? Es sei denn... Sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja.
Wow. War's, glaube ich, ne? Scheiße. Bist du okay? Ja. Sie haben uns in einen Hinterhalt gelockt. Ja. Okay, brechen wir die Tür auf. Mal sehen, was wir nicht finden sollten. Gut. Na, ich habe jetzt ein bisschen Munition hier. Brauche ich einen kleinen Waffe auch noch Munition? Ja, perfekt. Mal rein hier. Das Getümmel. Okay, dann los. Bereit? Hallöchen! Oh, hallo. Vielleicht den Kopf verlieren. Was ist das? Ein Brief. Unterschrieben von Avery. Wirklich? Lies vor. Treue Untertanen. Die Sonne über unserem Paradies geht unter. Wir müssen seine Reichtümer verteidigen. Der Verräter Tu weiß alles über uns. Wir müssen schnell handeln. Zerstört den Damm, reinigt New Devon. Und los geht's. Aha. Und bringt meinen Schatz durch den Gang zum Schiff. Tu und Avery haben sich bekämpft. Überrascht dich das echt? Wohl eher nicht. Bitteschön. Danke. Danke. Zumachen. Finden wir diesen Gang. Hier sieht schon wieder ganz anders aus. Und ziemlich cool. Prunk. Prunkvoll, muss man sagen. Mit einem Truhen an hier. Ja. Keine Fußspuren mehr. Sie hören hier auf. Okay, und wo sind sie hin? Piratengeister. Aha. Sehen wir uns um. Gibt's bestimmt einen Geheimgang. Den suchen wir jetzt mal. Erstmal nach oben gehen. Von oben sehen wir immer mehr. Bessere Übersicht. Okay, von hier sehe ich auch nichts.
Das ist natürlich spannend. Hier muss ja irgendwo ein Geheimgang sein. Da. Was ist das? Sams Feuerzeug. Hat er es verloren? Ja, mit Absicht. Was auch immer wir suchen, es muss hier irgendwo sein. Hier muss noch ein anderer Ausgang sein. Vielleicht der Gang, den Avery im Brief erwähnt. Aber wo ist der Schalter? Da. Vielleicht ist das ein Schalter. Nein. Vielleicht ist das ein Schalter. Ich frage mich... Nein. Halt. Achso, ein Licht. Okay. Hier, oh, warte. Das könnte... Ist es nicht. Ja, dann müssen wir alles abtasten hier, bevor ich zum Richtigen komme. Mal los. Verdammt. Hier vielleicht? Nate. Ja, was gefunden? Ich glaube schon. Wow. Ah. Mein Glück, dass sie uns die Arbeit schon abgenommen haben. Wie hast du... Hier ist ein blutiger Fingerabdruck, wo Libertalia sein müsste, und ich habe draufgedrückt. Sehr schön. Dann gehen wir runter. Im Brief stand, dass Avery seinen Schatz zum Schiff bringen lässt. Ja. Glaubst du, der Schatz ist noch auf der Insel? Ich glaube... Ich glaube, das ist nicht mehr wichtig. Dann mal los. Vorsichtig nicht. Hey, bücken. Ja. Oh. Hier hat sich Avery wohl eine Panikhöhle gebaut. Ja, wo die wohl hinführt? Mist. Wir werden es rausfinden. So sieht's aus. Das hier Avery sieht nicht stabil Abstieg. Aus. Ja. Gut. Aber das finden wir beim nächsten Mal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.